So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D Land. Ich habe den Namen fast vergessen. Beim letzten Mal haben wir Welt 2 abgeschlossen und sind in Welt 3 gekommen. Und wir haben eine neue Aufnahmetechnik mit der zweiten Festplatte, die bisher anscheinend funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werde das erst von euch hören, wenn ich zurück bin von der Abifahrt dementsprechend. Ja, wenn ihr das seht, bin ich gerade in Spanien. Und liege hoffentlich in der Sonne. Das hätte was. Ja, gut. Ja, wir schauen uns dieses komische blaue Tothaus an, was uns aber das letzte Mal irgendwie entgegengesprungen ist. Und ja, wenn es außerdem irgendwelche technischen Sachen gibt, die nicht so ganz sind wie vorher, dann liegt das daran, dass es halt eine andere Festplatte ist und ich das Ganze neu installiert habe. Das könnte also sein, dass irgendwie in den kommenden Parts so ein bisschen was anders ist, zum Beispiel Ton oder sowas, aber es sollte an sich alles normal sein. Willkommen im Tothaus. Wir haben hier ein Album vorbereitet. Schau es dir ruhig an. Ein Album. Warum ist es blau? Warum ist es Welt 3? Wenn ich fragen, also, okay, wir haben ein Buch. Hallo, Todd. Baba! Hallo, was bist du denn, Buch? Das sieht ihr jetzt voll gesplittet, aber egal. Ach so, wenn ich mein 3DS wackele, sieht das außerdem sehr interessant aus, muss ich sagen. Da sehen wir jetzt die ganzen Bilder. Uah! Spring, toll, Goomba, spring! Wir können das auf der SD-Karte außerdem speichern, cool. Wackelbilder. Sehr schön. Ist, glaube ich, ein 3D-Effekt ziemlich cool, aber das könnt ihr halt nicht sehen. Ihr seid jetzt, glaube ich, so kaum... Und doch, ihr seht den Hintergrund ein bisschen verschieben. Ich glaube, je weiter es im Hintergrund ist, desto mehr verschiebt es sich, weil das für euch dann... Ja, es sieht dann tiefer aus. Für mich zumindest. Für euch nicht. Aber in Ordnung. Gut, hätten wir das auch geklärt. Zurück zu Welt 3. Welt 3 ist also normalerweise meine Nemesis-Welt, weil Wasserwelt meistens, aber in dem Fall ist es relativ gemischt. Es gibt in dem Spiel auch, glaube ich, keine Welt, die so wirklich einen festen Rhythmus hat, im Sinne von ein festes Thema. Nicht zwingend verkehrt, weil... Warum auch nicht? Die Musik hier ist toll. Die erinnert mich an die Keksgalaxie. Würdest du bitte da hochspringen? Dankeschön. An die Keksgalaxie aus Super Mario Galaxy. Also relativ früh, der erste Gourmet-Luma. Was ist das drin, ne? Interessant. Nee, weil die New Super Mario Brothers Teile und bei den Mario Brothers Teilen auch im Allgemeinen hat man ja im Normalfall... Ich höre die Star Coins schon glitzern. Kannst mich hier nicht verarschen, Spiel. Da hat man ja normalerweise dann so Thema. Welt 3 ist meistens die Wasserwelt, meine ich. Und ich kann die normalerweise nicht leiden. Welt 2 ist normalerweise die Wüstenwelt. Und Welt 1 ist die Tutorial-Welt. Und Welt 8 halt dann die finale Welt. Hallo. Kettenhund, den ich zum Glück so töten kann. Ansonsten hätte ich meinen Tanuki verloren. Das hätte ich jetzt eher weniger gewollt. Moment, was ist das hier? Haben wir gerade ein bisschen was vom Level übersprungen? Ich glaube schon. Kann ich das? Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hat, was habe ich denn erwartet von dem Spiel? Das kann mich doch... Nee. Egal. Rennen wir einfach. Hallo, Biene. Plops. Noch mehr Bienen. Blomp, blomp. Auch interessant, Bienen, die ihren Stacheln in der Schnauze haben. Nennt man, glaube ich, nicht Schnauze bei Bienen, aber in Ordnung. Ja, schön, Mario, du mit seinem Salty. Das muss sein. Wir haben jetzt gerade voll eine Redcon verpasst, aber das ist mir relativ bums. Denn egal. So. Was mache ich denn mit euch beiden? Okay, das ist einfach nur eine Münze gewesen. Alles klar. Wow! Wow! Moment, ich würde gern sehen... okay, ja, gut. Ich glaube, wir müssen da lang. Jump'n'Runs auf dem 3DS. Spaß für sich. Ich nehme außerdem keine der Uhren mit und was auch immer das jetzt gerade war. Ich würde es betiteln als nicht gut, aber in Ordnung. Oder sehr lustig. Kann man es auch sehen, wenn man möchte. Wow! Too much Schwung, Mario. Kliss. Ich würde gerne die Uhren mitnehmen, wenn sie schon da sind. Aber in Ordnung, dann eben nicht. Meine Uhren braucht ja keine Sau. Und ich renne natürlich... Das war gut, dass ich... Wie habe ich gerade den Zusammenschluss mit dem Kettenhund überlebt? Das sollte ich eigentlich nicht können, aber in Ordnung. Hey, Toad, na, wie geht's? Baba! Toads ist toll. Toads sind super. Beste Mario-Charaktere, so ungefähr. Neben Yoshi. Also nicht unser Yoshi, sondern Yoshi allgemein. Gut, dass ich die mitbekommen habe, sonst hätte ich es nochmal machen müssen, weil ich, glaube ich, nicht mehr hochgekommen wäre. Oder ich hätte mich einfach sterben lassen. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, meinen Tanuki rauszuholen. Das ist natürlich doof. Das hat trotzdem funktioniert. Das meine ich mit dem Long Jump. Geht trotzdem. Im Normalfall. Sollte. Es gibt später, glaube ich, Level, da geht das nicht mehr so. Aber am Anfang geht es eigentlich bei allen Leveln. Ich habe eigentlich immer gerne Tanuki dabei und ich freue mich jetzt schon auf das letzte Level dieses Spiels, weil das wird, glaube ich, die mittlere Katastrophe.
Und es kann sein, dass ich dafür einen absoluten Rage hinlegen werde, aber in Ordnung. Ja, ich werde schon. Ich mache Pause, wenn ich Pause machen will. Ich spiele noch nicht mal eine halbe Stunde. Spiel, bitte. Ich bitte dich. Oh, eine Schneewelt. Schön. Schön, mag ich. Ich mag Schneewelten. Die sehen optisch immer sehr schön aus. Mario, deine Hände sehen sehr seltsam aus. Ganz nebenbei gemerkt. So. Oh Gott, Fuzzies. Nein. Lass mich mit Fuzzies in Ruhe. Fuzzies sind so ungefähr schlimmste Gegner, die es gibt in einem Mario. Weil sie einem einfach nur auf den Sack gehen. Ach genau, das war das hier. Ich erinnere mich. Das sollte eigentlich... Ah, ich will da oben drauf. Ich brauche den zweiten gar nicht. Ich komme auch so ran. Na, sehr schön. Habe ich mir die Arbeit umsonst gemacht. Ich würde gerne da hoch. Dankeschön. Juhu, boff. Mario, du musst nicht immer so eine komische Landung machen. Einfach weiterlaufen. Auch wenn es weh tut. Hier? Ist nichts. Necessity. Hallo, riesige Morgensternkugel, die hier rumschwingt. Warum schwingst du hier rum? Oh, more Coins. Warum gibt die mehr Coins als das Ding, wo man zweimal drauf hüpfen muss? Nein, da habe ich es verpasst, glaube ich. Kann ich da nochmal runter? Müsste ich, ne? Das sah mir schwer danach aus, als hätte ich da was verpasst. Ich gehe da nochmal lang. Moment. Das sah aus wie eine Wolke da drüber. Fuzzy, geh aus dem Weg. Ich hasse Fuzzies. Fuzzies sind... Wow, das war ziemlich knapp, glaube ich. Moment, wie komme ich da oben? Da war doch eine Wolke gerade. Habe ich das richtig gesehen? Ich kann die Kamera außerdem unglaublich wenig einstellen. Ach komm. Lass mich da hoch. Lass mich da hoch. Lass mich da hoch. Lass mich da hoch! Spiel, ich bitte dich. Dankeschön. Ich hab dich auch lieb. Sehr schön. Gut. Ich kann außerdem immer noch nichts sehen von hier oben aus. Da oben ist doch was. Sehe ich doch von hier aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben dann auch die letzte Starcoin sein wird. Ich befürchte mal, dass ich da nicht von da aus hinkommen werde, oder? Warum bin ich außerdem so rum aktiviert? Ist eine gute Frage. Komm, möglichst hoch. Okay, das schaffe ich nicht höher. So. Das könnte schwierig werden, da hochzukommen. Komme ich da mit einem Salto hoch? Vielleicht. Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Hm? Ah! Mario! Geh da hoch! Ach komm! Das kann doch nicht so schwer sein! Dankeschön! Ha! Ich glitsch das Spiel jetzt kaputt. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Natürlich. Sowieso. Was habe ich denn anderes erwartet? Okay, kommt doch noch hoch. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich! Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich habe es geschafft. Ich habe zwar keine Ahnung, was das da unten sein soll, aber in Ordnung. So, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Ich glaube, ich habe irgendwas vom Level geskippt. Gut, Moritz. Das hast du ganz toll gemacht. Sehr schön. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich habe anscheinend irgendwie die Hälfte des Levels geskippt, aber in Ordnung. Das war es dem knapp, dass ich da jetzt nicht gegen den Fuzzy gesprungen bin. Ich hoffe mal, dass ich jetzt keine Starcoin vergessen habe oder so. Das glaube ich aber schon mal ziemlich, dass ich da jetzt irgendwas verpasst habe, weil ich habe immerhin irgendwas gemacht, was ich anscheinend nicht machen sollte. Was ist hier unten? Oh. Gumba, du stehst im Weg. Ja, das kannst du ganz toll. Wow, das war ziemlich... Ach Gott, nein. Kannst du ziemlich toll, Gumba, einfach im Weg stehen. Das hat der Pokémon im letzten Part ja auch schon geschafft. War es der letzte Part? Ich meine, es war der letzte Part. Bitte lass das Starcoin Nummer 2 sein. Ich bezweifle das, aber bitte, 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 bitte. Natürlich nicht. Das heißt, bitte, was wir nochmal machen. Weil ich dachte, ich muss da jetzt hochkommen. Aber ich habe es geschafft. Ich möchte das nochmal kurz anmerken, dass ich das irgendwie geschafft habe. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es geschafft. Ah, das ist schwierig, von der Tiefe her einzuschätzen. Es hat funktioniert. Wenigstens etwas. Level geschafft. Nice. Auch wenn wir eine Starcoin verpasst haben. Ich finde die Flaggen meist anstrengender als die Starcoins selber. Okay. Auf ins nächste Level. Das schaffen wir heute auf jeden Fall noch. Komm. Mach mir das Level auf. Man verbraucht die Starcoins nicht mal. Das war ja in alten, in New Super Mario Bros. Zeit verbraucht man die Starcoins dabei ja wenigstens. Aber hier kriegt man sie wieder zurück. Das ist irgendwie lame. Ui, Kekse. Ich mag Kekse. Kekse sind toll. Kuchen ist auch toll. Kekse sind toll, Kuchen sind... Oh Gott, nein, Scrolling-Level. Aha. Okay, ich mag das Level doch nicht.
Hallo Pünktchen. Ich meine, die heißen Pünktchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie genau heißen. Lass das mal bitte sein, blöder Keks. Also wie gesagt, ich mag Kekse, aber nur dann, wenn sie mich nicht umbringen wollen. Und das weiß ich in dem Fall noch nicht so ganz, ob sie mich wirklich tot sehen wollen oder nicht. Ich glaube, langsam gewöhne ich mich wieder an die 3DS-Steuerung von Mario. Hui. Ja, abgeht. Auch schön. Nee, langsam geht's wieder, glaube ich. So, tschüss, weg mit dir und Coins! Oh Gott, nein. Ihr könnt mich doch nicht einfach... Wie auch immer ich das gerade überlebt habe. Ihr könnt mich doch nicht einfach das... Nein! Gottes Willen. Checkpoint, bitte, danke. Ich habe außerdem beim letzten Level den Checkpoint übersprungen, merke ich gerade. Sehr schön. Ich meine, das kann auch nur ich. Also wirklich das Level so zu überspringen, dass man... Man denkt so, ja, cool, da ist sicherlich irgendwas noch, was wichtig für mich ist. Und dann war es halt eigentlich das, was im normalen Levelverlauf man auch noch erreicht hätte. Und ja, da ist ein Starcoin, die hätte ich außerdem gerne, wenn ich ehrlich bin. Wow. Ah. Ah. Nebenbei auf die Audiospur zu schauen, ist außerdem nicht das Intelligenteste. Uiuiui. Da unten war sicherlich noch was voll Wichtiges, aber wir haben eigentlich alles deswegen. Wow, Keks, bleib stehen. Keks, ich will das Level abschließen. 99 Münzen, was auch sonst. Alles andere wäre ja langweilig. Level geschafft. Ja, das Spiel ist echt, die Level sind nicht so lang, aber es macht halt echt Laune, muss man sagen. Es ist immer so ein schönes Mario für zwischendurch, halt genau richtig für unterwegs, kann man schon sagen. So, hätten wir es auch geschafft. Goldene Flagge haben wir dann, bevor wir zum Boss gehen, Schwerluftschiff. Leute, Abwechslung. Also das war jetzt meine Aufforderung, so, Leute, Nintendo, macht mal mehr Abwechslung. So, auf der Suche nach der letzten Starcoin. Ich bin mir sicher, dass wir die einfach oben verpasst haben. Ich glaube, ich bin zuerst den regulären Weg gegangen und habe dann quasi das halbe Level geskippt beim zweiten Versuch. Warum auch nicht? Ich meine, alles andere wäre lame. Komme ich an dem Ding vorbei irgendwie? Komme ich da so gerade drauf? Nein, da oben sind Wolken. Das irritiert mich noch immer. Wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder verpasst, wenn man eigentlich dahin muss. Ah, nee, die ist da oben. Okay. Ich finde es außerdem schön, wie die Pfeilblöcke sich bewegen. Würdest du bitte da hochgehen? Dankeschön. Sehr schön. Da oben ist die letzte Starcoin. Ich sehe es kommen. I see this coming. Gib mir den Stern. Juhu! Free run! Zack, zack, zack. Alle tot. Tod und Verderben. Coins! Pünktchen! Und Starcoin. Salto in den Tod. Dass er da nicht stirbt, ist auch wieder... Wir haben ja 69 Münzen. Wow, entweder auf... Immer wenn ich auf diesen blöden Counter gucke, haben wir 69, 96 oder 99 Münzen. Hallo Fuzzy. Das ist eigentlich der Plural von Fuzzy. Ich glaube Fuzzy. Hallo Tanuki-Blatt, das ich nicht brauche. Ich sagte nichts. Ich brauche es doch. Habe ich gerade bemerkt. Zumindest sagt das Spiel jetzt doch. Du brauchst das doch. Vergiss es. Du kommst hier nicht so weiter. Du kannst nicht vorbei. Das ist in der Richtung. Lass mich bitte weitergehen. Jetzt können wir auch offiziell den anderen Weg nehmen. Nicht über den Block. So, da oben ist ein Fuzzy. Das wissen wir ja schon. Den gehe ich mal elegant. So. Ah, jetzt haben wir diese blöden Steinkugeln. Die Steinkugeln fast. Die sind fast schon aus Stein, ne? Wow, Stachelkugeln meine ich eigentlich. Hallo. Die macht mir überhaupt keine Angst, die komischen Kugeln. Ah! Ach komm, wäre doch schön gewesen, wenn ich auf ihn drauf gelandet wäre. Hm. Wenigstens haben wir in dem Part ordentlich Fortschritt. Also, eigentlich mit dem Projekt allgemein. Ach komm, scheiß drauf. Wie sie einfach dranhängt. Bluff. Jetzt hänge ich hier. Schön. Hast toll gemacht. Ich wollte eigentlich bis zur Spitze. Er will bis zum Gipfel und noch viel weiter. Oder so. Wir haben schon wieder ein One-Up. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Ich kann es gerade nicht sehen. Moment. Hä? 63. Dass wir nicht 69 haben, ist schon ein Wunder. Und, oder 666. Also wenn die Lebensanzeige irgendwann 666 anzeigt, wissen wir, dass irgendwas kaputt ist, weil so viele Münzen kann man normalerweise... Also die Münzanzeige, nicht Lebensanzeige. Habe ich Lebensanzeige gesagt? Ich meinte Münzanzeige. Weil das kann nicht sein. Das ist eigentlich nicht möglich. Hallo, riesige Stachelbalken-Dinger. Und Bomb-Bomb dazu. Yay. Nö. Er kann sie nicht mal in die Hand nehmen. Wow. Also an der Stelle des Bomb-Bombs wäre ich gleich in die Luft gegangen, als das Ding mich berührt hat. Geh weg. Man kann sie durch die Gegend treten. Das ist immer noch so eine Sache mit den Bomb-Bomb-Bombs. Das heißt nicht Bomb-Bomb, das ist ein Bob-Omb. Meine ich. Das war, by the way, sehr knapp, weil ich dachte, der ist schneller weg. Okay, das war eine Münze. In Ordnung, damit kann ich leben. Ah! Lass mich durch. Oh Gott, Stachelkugeln. Das macht es nicht unbedingt besser. Leute, ihr wollt mich doch alle tot sehen. Ich sehe es doch schon kommen.
So, gut. Halbzeit. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Starcoin, aber eine habe ich. Moment. Taut! Hallo! Baba! Ne, den Pilz brauche ich nicht. Könntest du bitte das Ding wieder ein bisschen kalibrieren? Dankeschön. Was ist denn das Ziel? Sehe ich hier irgendwas? Das sieht außerdem nicht aus wie ein Luftschiff. Das sieht aus wie der Tod in Person. Kann ich mir das rauszoomen? Ist hier noch irgendwo eine Starcoin oder so? Ich sehe gerade keine. Der Pilz dürfte mittlerweile in den Tod gesprungen sein. Auch schön. Ja, weg mit dir. Oh Gott. Das macht sich unbedingt besser. Ich glaube, ich nehme doch die Feuerblume mit. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Geh weg. Danke. Moment. Nein. Donut kommt wieder zurück. Dankeschön. Stachelbalken. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als sie aufgetreten sind in New Super Mario Bros. War es, glaube ich. Damals auch das erste für den DS, glaube ich. Da waren sie das erste Mal aufgetreten, die Dinger, oder? Waren die vorher schon mal da? Halt abgesehen von denen aus Mario World, wo man halt irgendwie von unten erstochen wurde. So ganz spontan. Hier war doch irgendwo eine Starcoin. Wow, nicht so weit springen. Ich würde gerne noch weiterleben. Leben ist irgendwie schön, es hat was. Ich weiß auch nicht warum. Eieiei. Weiter. Hilfe, ich werde sterben. Ich werde tot sein. Na okay, fast zumindest. Das ist keine Starcoin. Ich hätte gerne Starcoin. Dann wird die wahrscheinlich nach dem Boss sein. Soll auch vorkommen. Okay, rein da. Blom, blom, blom. Ist es wieder Bum, Bum? Ja, ist Bum, Bum. Es gibt doch noch... Weil ich sie Pam Pam? Ne, Pam Pam war das Pokémon. Halt, stopp. Da war was. Wow. Die Böden machen sich unbedingt leichter. Dafür sind sie auch da. Nee, warte, wie heißt sie? Wie hieß sie nochmal? Die andere... Die Troller mit ihren Boomerangs. Nein. Lass mich mal bitte leben. Leben ist schön. Es hat irgendwie was. So. Wie heißen die nochmal? Also Pam Pam war es auf jeden Fall nicht. Er heißt Bum Bum. Wie hieß sie nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Das ist gerade irgendwie doof. Komm. Triff mich am besten nicht und sei lieb. Wow. Ich will dich treffen. Wie einfach da sitzen bleibt. Als ob sich der Boden nicht bewegen würde. Okay, gut. Also er hat sich schon mitbewegt, aber ich bleib hier einfach an der Wand sitzen. So scheiß drauf, YOLO-Swag. Ich kann hier einfach sitzen bleiben, obwohl der Boden sich bewegt. Komm, hier hinten ist doch jetzt die Starcoin, oder? Ja, sehr schön. Hallo, Starcoin. Gib mir die Münze. Münze? Feder. Blattding. Warum ist es? Das ist keine Feder, das ist ein Blatt. Das ist so. Ja, gut. Und damit hätten wir auch Welt 3. Kompletterino! Bam, 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 balada, oh, juhu! Level geschafft. Und 62, das ist das Kind aus 69 und 42, haben wir mittlerweile festgestellt. Zusammen mit 49. Und Speichervorgang. Juhu! Und weiter geht's. Ja, wie auch immer Peach dieses Bild aufgenommen hat, ich meine, seine Gedanken mit auf ein Foto zu bekommen, dürfte relativ schwierig sein, würde ich jetzt mal behaupten. Aber in Ordnung, warum auch nicht. Leute, wir sind in Welt 4 angekommen und in Part 4 und wir sind in Welt 4. Hat irgendwie was. Gut, damit würde ich sagen, das war's für heute von Super Mario 3D Land. Ein bisschen kürzer, aber nicht so schlimm. Beim nächsten Mal werden wir uns Welt 4 genauer anschauen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.